Das Kalradische Imperium. Herrscher, es gibt keinen geeinten Herrscher, denn das Reich ist geteilt. Geteilt in drei Teile. Letztes Mal habe ich das Kaiserreich oder Imperium oder wie auch immer man es nennen möchte, ja in zwei separaten Videos gemacht mit einem dritten, das noch geplant war. Was bedeutete, dass ich mir drei separate Themen für jedes Video raussuchen musste. Dieses Mal gibt es jedoch das volle Programm in einem Video. Sehet nun also das Kalradische Kaiserreich, Geschichte, Regierungssystem, Truppenbaum und einiges anderes. Bitteschön. For 500 years, the Kalradian Empire dominated the continent. Seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden, gibt es das Volk der Kalradoi. Einem Volk von Exilanten, die von ihrem Anführer Kalradius dem Großen durch das Land geführt wurden und schließlich jenen Kontinent bevölkerten, der einmal Kalradien heißen sollte. Und zwar wegen ihnen. Es wird davon ausgegangen, dass Kalradius der Große oder einer seiner unmittelbaren Nachkommen eine der ersten Städte der Welt, Charassea, heute bekannt als Charas und später als Charis, gegründet haben soll. Das könnte für uns ein Indikator sein, wo die Kalradoi ursprünglich siedelten und dass sie scheinbar von Übersee kamen. Weitere Siedlungen wurden geschaffen, wie beispielsweise Pravent und Ortysia. Wie diese damals hießen, ist nicht bekannt. An der Stelle muss ich mich selbst korrigieren. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe die Stelle, wo normalerweise Pravent ist, habe ich mit Baravenus beschriftet. Und was Baravenus ist, das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen. Aber ganz wichtig, Pravent und Baravenus sind ein und dieselbe Stadt. Das ist wichtig zu beachten. Es wurde bloß im Vlandischen anders genannt. Deswegen, das ist das Gleiche. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich einen Unterschied in diesem Video zwischen Pravent und Baravenus machen sollte. Es gibt keinen. In ihren Anfängen war der Stamm der Kalradoi ein Stamm wie jeder andere. Das Einzige, was sie unterschied, war, dass sie seit geraumer Zeit nicht von einem König beherrscht wurden. Es ist nicht genau bekannt, wann das war, man kann aber ungefähr mit 800 bis 900 Jahren vor den Ereignissen von Bannerlord ausgehen. Dort ereignete es sich, dass der Tyrannenkönig Zypegon, der Kalradoi, von seinem Rivalen Icherion ermordet wurde. Seitdem sollten die Kalradier die Stammesmonarchie abgelegt haben und eine Liga von Stadtstaaten gegründet haben. Die Hauptstadt dieser Liga sollte das heutige Pravent gewesen sein. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. Bald schon fanden sich die Kalradier im Kampf mit ihren langstehenden Rivalen, den Batanian, wieder. Die Batanier, das Urvolk Kalradiens, wurden Stück für Stück von den Kalradoi verdrängt und assimiliert. Zu diesen Stämmen, die die Kalradoi assimilierten und integrierten, gehörten unter anderem die Paläer, die Aloia, die Lakonianer und die Dryatier. In der sogenannten Expansionsphase des Reiches, das ungefähr zwischen 300 und 500 angefangen haben muss, wurde das Reich von zwei Institutionen regiert. Einer Volksversammlung von allen freien Bürgern, denn im Kaiserreich gab es auch Sklaverei, die sich regelmäßig trafen, und in einem Senat, der meist aus den mächtigsten und reichsten Landbesitzern bestand. Den Titel des Kaisers gab es auch schon, allerdings bedeutete er hier so etwas wie militärischer oberster Kommandant. Und er war nicht die oberste Instanz des Staates. Der Kaiser wurde vom Senat bestimmt und auch wieder entmachtet. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Schließlich erstreckte sich das Kaiserreich zu seiner größten Ausdehnungszeit von der Westküste Kalradias bis in den Osten an den Rand des großen Grasmeeres. Und ja, das heißt wirklich so. Auf dem Höhepunkt des Reichtums des Reiches wurde die Hauptstadt Baravenus festlich umgestaltet und neu gebaut. Jetzt wurde sie wirklich dem Namen einer imperialen Hauptstadt gerecht.
Auch eine zweite, weit unwichtigere, aber dennoch spätere Hauptstadt des Kaiserreiches wurde gebaut, nämlich Lykaron. Das Problem war, je größer das Reich wurde, desto häufiger brauchte man den Kaiser, um mit militärischen Bedrohungen wie Aufständen, Revolten oder Krieg von außen hin fertig zu werden. Die Bürgerversammlung konnte sich immer weniger treffen, da sie immer weniger Bürger des Reiches vertreten konnten. Der Senat negierte den Kaiser immer mehr und war nur noch mit seinem Besitz beschäftigt. Die Legionen waren das Einzige, was den Frieden im Reich sicherten. Und wer führte diese Legionen an? Richtig, der Kaiser. Schließlich erkannte man die oberste Autorität des Kaisers doch an. Von da an wurde die Autorität des Kaisers auch unabhängiger vom Militär, besonders das Volk wurde ein wichtiger Unterstützer des Kaisers. Spätestens an diesem Punkt, an dem der Senat durch den Kaiser reich wurde, die Volksversammlung durch das Militär ersetzt und der Kaiser zum Volkshelden wurde, war seine Autorität komplett. Nominell jedoch wurde der Kaiser nach wie vor vom Senat ernannt und bestätigt, trotz dass er faktisch selbst wählen konnte, wer ihm nachfolgen sollte. Als das Kaiserreich sein absolutes Hoch erreichte, hatten sie praktisch keinen Rivalen mehr auf der Weltbühne. Die Batanier stritten bei jedem neuen Hochkönig um die Nachfolge und das Reich sorgte dafür, dass die Herrschaft jedes dieser Hochkönige so kurz wie möglich war. Die stoischen Prinzen wurden durch den Handel mit dem Reich sehr wohlhabend und sahen keinen Grund darin, sich zu vereinigen, solange sie Profit hatten und versorgt wurden. Die Azarae-Fürstentümer bekriegten sich ebenfalls um die Kontrolle des Handels mit dem Reich, was dieses auch gerne förderte. Schließlich hielt es Dissidenten und Herausforderer fern. Und die Ostgrenze wurde dadurch gesichert, dass man Clans und Nomadenvölker dafür bezahlte, um sich gegenseitig zu bekriegen, oder man ihre Khans umbrachte. Und sollte sich doch einmal ein Herausforderer erheben, so war mit den starken kaiserlichen Legionen und vlandischen Söldnern dafür gesorgt, dass niemand Erfolg haben würde. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Doch wie alle guten Dinge, so kam auch das Kaiserreich Kairadia irgendwann zu einem Ende. Das erste Anzeichen des Niedergangs kam, als das sogenannte Große Interregnum das Reich traf. Eine Periode, in der es keinen Kaiser gab und der Senat niemanden bestimmen konnte, der ihm nachfolgen sollte. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. In dieser Zeit, von unbekannter Länge, erhoben sich gleich zwei neue Feinde für das Reich. Das Kusaid-Khanat einmal zuerst, welches die Ostgrenze des Reiches eroberte. Die Nomaden ließen sich dort nieder und konsolidierten ihr Reich. Nach einer brutalen Schlacht gegen diese Kusaid soll ein gewisser Osric Eisenarm dem Reich die Loyalität entsagt haben und an der Westküste des Reiches sein eigenes Königreich Vlandien erschaffen haben. Die Unabhängigkeitserklärung Vlandiens war der schlimmste Schlag für das Kaiserreich seit langem. Baravenos, die alte Hauptstadt, denn inzwischen war Lykaron zur neuen Hauptstadt aufgestiegen, wurde von den Vlandiern übernommen und vermutlich zerstört. Auch die urkalradische Siedlung Charazea wurde von den Vlandiern erobert. Und das Reich hatte fast ein Drittel seines Gebietes an nur zwei Personen verloren, Urkun Khan und Osric Eisenarm. Das einzig Positive war, dass Osric den Kaiserlichen nominell die Treue schwor, als diese wieder einen Kaiser hatten. Das half zwar nur wenig, beendete aber den Krieg mit Vlandien. Doch das Reich war noch nicht am Ende, noch lange nicht. Kaiser Drosios Neretzes, der Neretzes, den wir aus dem Spiel kennen, würde versuchen, eine neue Ära für das Reich einzuleiten. Die Krisen der Vergangenheit waren überwunden und man hatte wieder einen Kaiser. Neretzes versuchte, das Kaiserreich neu zu beleben. Er wollte es zu alter Größe zurückführen. Als Auslöser für das alles sollte ein Überfall der Sturgia auf die Grenzstadt Epikrotea sein. Neretzes wollte auf diese Bedrohung mit aller Macht reagieren. Er mobilisierte eine große Armee und heuerte zusätzlich noch kusaitische und azaraische Söldner an. Fun Fact: Der Großteil der Kusait-Söldner in dieser Armee bestand aus den Khergit.
Nerezis wollte die Sturgier in einer großen Schlacht herausfordern, etwas, wovon die Batanier mitbekamen und sich mit den Sturgiern verbündeten. Nerezis marschierte also in batanisches Gebiet ein und forderte die Vlandier auf, ihren Bündniseid zu erfüllen. Diese zögerten jedoch, worauf sie Nerezis als Feiglinge und illoyale Hunde beschimpfte. Die Vlandier haben das ganz und gar nicht gut aufgenommen. Die Kaiserlichen marschierten also genau in ihr Verderben. Den genauen Ablauf der Schlacht von Pendraic werde ich auf meinem Kanal Valasarius noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Aber sagen wir so viel, es war ein Desaster. Ein Desaster für die Kaiserlichen. König Dertert von Vlandien bezeichnete Pendraic als die Schlacht ohne Sieger. Caladoc von Batanien sieht das zwar anders, aber eins ist sicher, die Kaiserlichen waren die eindeutigsten Verlierer von Pendraic. Kaiser Drosius Nerezis wurde auf dem Schlachtfeld getötet und noch bevor das Reich oder der Senat diesen Verlust ganz verkraften konnte, hatte man bereits den Anführer von Nerezis Leibgarde, Arenikos, zum neuen Kaiser ausgerufen. Drosius Sohn Penton Nerezis glaubt, dass der Senat Arenikos nur zum Kaiser erhoben hatte, weil er zuerst in Lykaron war. Ob das nun wahr ist oder nicht, das spielt keine Rolle, denn Penton akzeptierte Arenikos auf dem Thron. Arenikos war alles in allem ein guter Herrscher. Er kündigte sich als großen Reformer und Restaurator an. Er war jedoch auch ein Beschwichtiger und tat in allen Richtungen etwas leicht Verwerfliches, was ihn trotz allem nicht den Respekt der Fraktionen kosten sollte. Er löste zwar das Legionssystem auf, das Legionssystem meint, dass die Legionen feststehende Armeen waren, die nicht ausgehoben werden müssen, und nur er selbst durfte noch eine eigene Garde, die sogenannte Vegiergarde, haben, und jetzt sollten Adlige die Armeen des Kaiserreiches stellen. Er entzog zwar ein paar Senatoren die Privilegien, blieb im Senat als Ganzes jedoch beliebt. Und er benannte auch nie einen formellen Erben. Ein Sohn wurde ihm nie geboren, jedoch eine Tochter. Und es ging jeder davon aus, dass er sie irgendwann zur Nachfolgerin ernennen würde. Arenikos herrschte leider nur ungefähr 6 Jahre über das Kaiserreich, bis er von einem Unbekannten ermordet wurde. Trotz seiner kurzen Zeit auf dem Thron soll er wohl von allen Fraktionen des Reiches geliebt und respektiert worden sein, also von der Armee, dem Volk und dem Senat. Die Vegiergarde wurde anschließend für den Mord an Arenikos verantwortlich gemacht und begab sich zurück nach Sturgien. Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Arzagos hinter Arenikos Ermordung steckt, da er sowohl die Motive als auch die Mittel dazu hat. Until one day, the bonds holding the empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. Und der Tod von diesem Kaiser, Arenikos, der Tod dieses Mannes, würde dazu führen, dass das Kaiserreich einen erneuten Bürgerkrieg führen müsste. Dieses Mal allerdings war es etwas anderes, denn dieser Bürgerkrieg sollte das Reich auseinanderreißen, vermutlich für immer. Aber bevor wir uns nun anschauen, wer auf welcher Seite steht und wer gegen wen kämpft, lasst uns doch erst einmal anschauen, mit welchen Armeen die Kaiserlichen überhaupt in die Schlacht ziehen. Kaiserliche Truppen sind eisern und vielseitig. Ihre Armeen haben nicht ohne Grund Kairadien so lange dominiert. Sie sind vielseitig und passen sich allen Gefahren an. Beispielsweise haben sie 3 verschiedene Arten von Fernkämpfern, darunter auch berittene Bogenschützen. Es gibt dedizierte Speerträger, gut gepanzerte Infanterie und die stärkste Lanzenkavallerie des gesamten Spiels, die kaiserlichen Kataphrakten, die noch dazu die stärkste Rüstung des Spiels tragen. Abseits von Vlandien sind sie außerdem die einzige Fraktion mit Armbrustschützen. Der Zugang zu normalen Schützen ist auch bereits in Tier 2 der Soldaten möglich. Und das Beste, kaiserliche Truppen kriegt man wirklich überall her. Schließlich ist die kaiserliche Kultur in den meisten Dörfern und Städten der Karte verteilt und jede einzelne Fraktion grenzt an das Reich, also kommt man immer irgendwie an kaiserliche Truppen heran. Aber das Reich wäre niemals in den Zustand, in dem es sich heute gerade befindet, gekommen, wenn es nicht auch ein paar Schwächen hätte. Die Kaiserlichen brauchen am meisten Training, um sich vollständig spezialisieren zu können. Ihre frühe Infanterie hat kaum Stangenwaffen, was sie anfällig für Kavallerie macht. Außerdem haben sie kaum Scharmützelmöglichkeiten. Wurfspeere fehlen ihnen und Extraköcher tragen sie auch nicht. Dafür haben die Armbrustschützen, manchmal zumindest, Schilde.
Außerdem, dadurch, dass das kaiserliche Territorium von Feinden umringt ist und sie auch noch untereinander ständig Krieg führen, bedeutet das, dass ihre Dörfer häufig überfallen und Städte häufig belagert werden, was die Wirtschaftskapazität sehr stark schwächen kann. Apropos Wirtschaft, diese ist beim Reich aufgrund der Dreiteilung nicht genau zu definieren. Man geht jedoch davon aus, dass ein vereinigtes Kaiserreich mit Abstand die stärkste Wirtschaft hätte. Im getrennten Zustand haben sie allerdings nur mittlere bis schwache Wirtschaft. Seine Produkte sind Silber, Seide und Salz für den Süden, Silber- und Eisenminen für den Westen und noch mehr Seide, Holz, Eisen und Fisch für den Norden. All diese drei zusammengenommen wären um einiges stärker. Nun zu den einzelnen Fraktionen des Kaiserreiches im Bürgerkrieg. Es gibt drei Anspruchsteller auf den Kaiserthron: Senator Lukon, General Garius und Kaiserin Witwe Ragea. Der Westen, beherrscht von Garius, kontrolliert die Städte Amitatis, Jalmaris, Lageta, Ortusia, Rutai und Zeonika. Der Süden, beherrscht von Ragea, kontrolliert die Städte Danustica, die ehemalige Hauptstadt Lykaron, Onyra, Phykaon, Poros, Syronea und Vostrum. Der Norden, beherrscht von Lukon, kontrolliert die Städte Argoron, Diatma, Epikrotea, Amprela, Saneopa und Mysea. Lukon möchte hierbei die Autorität des Senats über den Kaiser vollständig wiederherstellen. Ragea wünscht sich, den Kaiserthron für ihre Tochter Ira zu zerstreiten, das letzte legitime Kind des letzten Kaisers Arenikos. Und Garius wiederum möchte, dass der Kaiser von der Armee gewählt wird, da er ja schließlich in der Tradition als Heerführer der Truppen steht. Und somit denkt Garius, dass die Männer, die das Reich verteidigen, auch die Macht haben sollten, ihn zu wählen. Nun, welches Schicksal erwartet das Reich nun? A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Was nun die Legitimität der einzelnen Fürsten des Reiches angeht und der einzelnen Anspruchsteller, so haben wir hier ein kleines Problem. Diese Debatte ist sehr tiefgängig und erfordert einige Deep-Lore-Kenntnisse und auch einiges an philosophischer Debatte, die nicht unbedingt zu Gaius' Kanal passen. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Debatte ebenfalls selbst nochmal auf meinem Kanal zu behandeln. Deswegen werde ich die hier noch nicht weiter ausführen. Aber was für ein Schicksal erwartet das Reich denn nun? Nun, auch wenn ich jetzt am liebsten sagen würde, dass es am Spieler liegt, stimmt das gar nicht. Denn das Reich ist so oder so zum Untergang verdammt. In Warband, was ja 200 Jahre nach Bannerlord spielt, ist das Reich definitiv tot. Und daran ist nichts zu ändern. Selbst wenn der Spieler Garius, Lukon oder Ragea das Reich wiederherstellen sollten, würde das nichts daran ändern, dass das Reich in ungefähr 200 Jahren so oder so sterben wird. Insofern, es besteht zwar die Möglichkeit, dass das Reich noch irgendwo Territorium hat, aber in Warband merkt man davon gar nichts. Nun ja, kommen wir zu Trivia. Das Reich hat natürlich eine starke Inspiration von den Römern, aber eher vom spätrömischen Reich bzw. dem byzantinischen Reich. Die Clanführer und Hauptvasallen des Reiches tragen in allen drei Teilen des Reiches den Titel Archon, welcher meistens in griechischen Städten vergeben wurde, allerdings auch im byzantinischen Reich genutzt wurde. Ich finde es interessant, dass hier eine Parallele zu der hellenistischen Liga von Stadtstaaten gezogen wird, welche somit vermutlich ebenfalls als Inspiration für das Reich gelten konnte. Alle drei Reiche verwenden ein ähnliches Symbol, einen Doppelkopfadler, welcher jeweils mit dem Symbol für die jeweilige Fraktion bestückt ist. Ein Schwert für Garius und die Armee, ein Lorbeerkranz für den Senat und Lukon und eine Krone für Ragea und das Volk.
Richtig, das war ein Fehler von mir in meinem vorherigen Video zum Nördlichen Reich. Damals habe ich gesagt, dass der Senat das Volk repräsentieren würde. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Der Senat repräsentiert vor allem sich selbst und die Patriziatsklasse. Rhaegaer und die Monarchisten sind eine populistische Fraktion und natürlich auch vom Adel unterstützt. Aber das Volk unterstützt eher sie als den Senat. Denn Arrhenikos war ja im Volk sehr beliebt und manchmal sogar gottgleich angesehen, trotz dass er nur 6 Jahre geherrscht hat. Deswegen, nicht falsch verstehen, trotz dass Rhaegaer eine monarchistische Fraktion hat, hat sie das Volk definitiv auf ihrer Seite. Und Lucon, wie gesagt, der streitet nur für den Senat. Und damit haben wir es geschafft. Das Reich ist abgeschlossen. Das war mal ein Brocken. Und wie gesagt, wer noch mehr dazu sehen möchte, der kann mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Die Debatte über die legitimsten Kaiser von Caradia wird dort definitiv bald erscheinen. Angenommen natürlich, das Reich würde nicht zerfallen. Hat mir Spaß gemacht, dieses Video zu machen, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Deswegen, dieses Mal haben wir es wenigstens als Ganzes zusammen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Als nächstes nehmen wir uns die Kuhseite vor und auf Wiederschauen.